Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich mich einmal mit dem Thema befassen, ob Hypixel Skyblock Pay to Win ist. Da in letzter Zeit ja einige neue Features zum Spiel hinzugefügt wurden, welche einem erst zur Verfügung stehen, wenn man einen gewissen Rang auf Hypixel kauft. Einige der Features wurden auch erst vor kurzem eingefügt, da es bis vor kurzem ja nur erlaubt war, dass man Cosmetics bekommt, wenn man einen Rang kauft, welche einen nicht besser im Spiel machen. Nur das Problem, das ich bei den Cosmetics sehe, ist, dass man diese verkaufen kann, aber da jeder Spieler selber entscheiden kann, wie viel Coins man für eigentlich nutzlose Cosmetics in Ingame Coins bezahlen will, kann man dieses Feature nicht Pay to Win nennen. Zu den Features, welche ich zu den Cosmetics zählen würde in Skyblock, zählt das Runecrafting und das Carpentry Skill, da man diese ja deutlich schneller levelt, umso höher der Rang ist, den man auf Hypixel hat. Dann gibt es noch verschiedene Möbelstücke, welche man sich im Hub abholen kann, wenn es ein neues Event auf Skyblock gibt. Und auch die Emotes, welche man ab MVP++ verwenden kann, sind nur Cosmetics, auch wenn sie recht praktisch sind, wenn man beispielsweise gerade Werbung macht, um etwas zu verkaufen. Ein Feature, welches nichts mit Cosmetics zu tun hat, aber bereits vor der Euler-Änderung im Spiel war, ist, dass Leute mit einem Rang direkt nach einem Update spielen können und Leute ohne Rang 1-2 Tage warten müssen, ehe sie das neue Update spielen können. Nach der Definition von Pay to Win zählt das aber auch nicht dazu, da die Leute, die einen Rang haben, ja nur eher spielen können und trotzdem genauso lange spielen müssen, um den neuen Content freizuschalten, wie jemand, der 2 Tage nach dem Update auf den Server spielen kann. Das Problem, welches aber viele Spieler damit haben und welches ich auch verstehen kann, ist, dass gerade nach dem Update neue Items besonders viel wert sind, womit man gut Coins verdienen kann, und diese Möglichkeit haben Spieler ohne Rang dann nicht so gut wie jemand, der direkt nach einem Update spielen kann. Aber in meinen Augen ist das trotzdem noch kein Pay to Win, da am Ende die Preise der neuen Items ja wieder von den Spielern bestimmt werden. Nun kommen wir zu den Features, welche erst vor kurzem hinzugefügt wurden aufgrund der Euler-Änderung. In der Euler heißt es nun nämlich sinngemäß, dass Server nun auch Dinge verkaufen können, welche Spielern keinen Vorteil verschaffen, welche andere Spieler negativ beeinflussen könnten, oder Spieler, die einen Rang kaufen, bekommen keinen unfairen Vorteil gegenüber anderen Spielern. Für Skyblock wären solche verbotenen Features beispielsweise, wenn man mit einem Rang automatisch mehr Stärke bekommen würde oder eine Waffe, mit der man andere Spieler überall angreifen könnte. Welche Features aber gibt, welche gemäß der Eule auch erlaubt sind, ist das Quick-Craft-Menü, da man dadurch ja selber nur mehr Zeit spart. Und das Fast-Travel-Menü, was erst vor kurzem hinzugefügt worden, ist auch wiederum nur dafür da, um Zeit zu sparen, wobei man bei den Teleport zum Holding Cave und zum Dragon Nest doch schon von etwas mehr als nur Zeit sparen reden kann, da man beim Dragon Nest dann die Tür bei dem Drachenkampf einfach überspringen kann und beim Holding Cave braucht man kein TNT mehr, um in die Höhle reinzukommen. Persönlich sehe ich die beiden Features jetzt auch noch nicht zu dramatisch, aber nur weil neue Features hinzugefügt wurden, welche der Eule entsprechen, heißt das noch lange nicht, dass sie von den Spielern nicht als Pay to Win empfunden werden. Ein Feature, welches beispielsweise vielleicht auch demnächst als Feature nur für Leute mit einem Rang hinzugefügt wird, ist, dass man einen Kleiderschrank hat, in dem man fertige Rüstungssets abspeichern kann, um diese je nach Situation schneller zu wechseln, wodurch man auch wieder deutlich Zeit sparen könnte. Aber bei diesem Feature muss ich schon sagen, dass je nachdem wie der Cooldown bei diesem Feature ist, dann Leute ohne Rang vielleicht nicht mehr mit Leuten mit Rang bei einem Drachenfight mithalten können, da man dann beispielsweise eine Rüstung hat, mit der man mit dem Bogen viel Schaden macht und sobald der Drache anhält, man auf ein Set wechselt, mit dem man den Drachen mit Melee extrem viel Schaden machen kann. Aber wie gesagt, muss man nun halt sehen, wie sich Skyblock bezüglich der bezahlten Features weiterentwickelt, denn spätestens ab dem Zeitpunkt, wenn man einen Rang braucht, um auch noch mit den besten Spielern im Spiel mitzuhalten, würde ich auch sagen, dass Skyblock Pay to Win ist. Aber im Moment kann man auch noch ohne Rang zu den besten zählen. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, dass Skyblock langsam zu Pay to Win wird oder ob die Features, die sie eingefügt haben, noch okay für euch sind. Und ansonsten wünsche ich euch auch noch einen wunderschönen Tag und ciao.